Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Handlungsleitend für alle Gesetze, die wir gerade im Bereich der Gesundheit diskutieren, muss sein, wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, besonders in der Pflege. Das sollte die Überschrift unter jedem Gesetz sein. Danke schön. Ich möchte gerade erinnern, gestern haben die Beschäftigten des UKGM hier gestreikt, haben ihren Warnstreik an den Landtag verlegt, um uns daran zu erinnern, dass es um deren Arbeitsbedingungen geht. Daran sollten wir dieses Gesetz überprüfen. Wir stellen fest, die Landesregierung hat im Prinzip die Regelungen aus dem Altenpflegehilfeausbildung aus dem Gesetz gerade gedoppelt. Ist ja auch logisch, weil wir haben ja inzwischen eine generalistische Pflegeausbildung. Aber Sie tun doch immer so, als würden wir jetzt eine schlanke Verwaltung haben wollen, schlanke Gesetze oder auch manche Sachen ohne Gesetz. Und da frage ich mich wirklich, warum muten Sie eigentlich den Schulen und allen Betreffenden zu, dass man mit zwei Gesetzen hantieren muss? Und warum haben Sie nicht ein Gesetz zu den Pflegeassistenzberufen auf den Weg gebracht? Das wäre ja im Sinne der Generalistik und auch im Sinne der Übersichtlichkeit der Anwenderinnen und Anwender. Das wäre sinnvoll gewesen. Ein solches Vorgehen hätte uns vielleicht auch ermöglicht, jetzt nicht über Doppelungen zu beraten, sondern mehr über die ersten Erfahrungen mit der Generalistik. Als LINKE waren wir ja sehr skeptisch, dass diese Umsetzung einer generalistischen Ausbildung hilft, auch wirklich mehr Fachkräfte zu gewinnen, was ja gerade notwendig ist, insbesondere für die Altenpflege, und die in ihrem Mangel auch zu unterstützen. Aber jetzt sind ja schon einige Haken und Ösen erkennbar geworden. Ein bisschen ist der Herr Minister darauf eingegangen, aber noch zu wenig. Ich denke, es ist notwendig, dass man eben dafür sorgt, dass es mehr Praxisplätze gibt. Und ob die Ausweitung jetzt der Praxiseinsatzmöglichkeiten im Ambulanzbereich ausreicht, da bin ich sehr skeptisch, weil es fehlen auch im stationären Bereich ganz viele Möglichkeiten, einen Praxiseinsatz zu machen. Die Anleitung fehlt, und es wird ja auch teilweise kritisch gesehen, weil die Altenpflege muss ja immer noch Angst haben, dass ihnen Pflegekräfte verloren gehen und dass sie in Bereiche gehen, wo die Vergütung eben höher ist. Es fehlen aber auch die notwendigen Lehrkräfte, um die steigende Nachfrage tatsächlich erfüllen zu können. Wir haben im letzten Wintersemester gerade einmal 25 Pflegepädagoginnen und Pädagogen haben unsere hessischen Hochschulen verlassen, obwohl ein Generationswechsel ansteht und wesentlich mehr gebraucht wird. Und dann sage ich Ihnen, da tut das Land zu wenig. Da muss auch aufgerüstet werden, was die Frage der Hochschulplätze anbetrifft. Und wir haben ein weiteres Problem. Wir haben eine sehr hohe Abbruchquote bei der Pflegeausbildung. Es zeigt, es gibt eine Menge Probleme in der Ausbildung. Da wäre hilfreich gewesen, endlich einmal die zwar fakultativ vorgesehene, aber trotzdem vorgesehene Ombudsstelle in der Pflegeausbildung einzurichten, die die Landesregierung ja grundlos verweigert. Und eben, man sieht also, mit einer schlichten Doppelung der Gesetze ist es nicht getan, wenn wir wirklich gute Arbeitsbedingungen in der Pflege haben wollen. Noch einmal ganz konkret zu dem Gesetzentwurf. Genau wie in der Altenpflege halten wir auch in der Krankenpflege eine einjährige Hilfsausbildung für zu kurz. Das sagen ja auch viele Erfahrungen, und das wissen wir ja auch. Insbesondere von gewerkschaftlicher Seite wird das ja deutlich gesagt, wenn Sie die Beschäftigten vertreten. Es gibt eine rasante Entwicklung in der Pflege, neue Techniken, viel mehr Aufgaben, steigende Bedarfe, auch gerade mit demenziell erkrankten Patientinnen und Patienten zu tun haben. Das sind höhere Anforderungen ans Personal. Und das alles in ein Jahr zu quetschen, das halte ich einfach für eine Überforderung. Und in der Konsequenz wissen wir, dass viele Pflegehilfskräfte schlecht vorbereitet sind und sich dann lieber entscheiden, doch mal wieder aus dem Beruf herauszugehen. Und da lässt der Personalmangel letztendlich grüßen.
und auch die immer wieder betonte Anschlussfähigkeit auf eine Aufstiegsqualifizierung zur Fachkraft, das hätte man bei einer zweijährigen Ausbildung auch. Da könnte ja auch dann der nächste Schritt, durch Anerkennung kann das verkürzt werden. Und lassen Sie es uns doch beim Namen benennen. An der einjährigen Hilfskraftausbildung wird deswegen festgehalten, weil es für die Träger möglich ist, schnell und billig Arbeitspersonal zu bekommen. Und da ist die Fachlichkeit dann nicht mehr so wichtig. Man müsste auch in die Ausbildung mehr reinstecken. Und das ist wirklich eine schlechte Lösung. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich denke, das ist eine schlechte Ausgangsbedingung, dass wir Arbeitskräfte zum Zurückkehren oder zum Bleiben anhalten können. Ein Gehalt zwischen 1.600 und 2.000 € netto ist meistens nicht existenzsichernd. Und damit drehen wir uns in dem Teufelskreis des Pflegemangels immer weiter. Danke schön.